Ja, es ist manchmal schon ein bisschen komisch, darüber zu reden, weil man jedes Jahr auch die gleichen Fragen gestellt bekommt zu dem Thema. Und ich muss mich immer nur wiederholen. Es war wieder eine große Saison für uns. Und zusammengefasst war es mit einer der besten Saisons für uns, die elfte. Ich kann jetzt nicht genau sagen, warum, aber es ist eigentlich irgendwie alles rund gelaufen. Wir haben uns diesmal, mal abgesehen vom Thema und auch der Musik, uns viel um die Logistik und die Abläufe gekümmert, mehr gekümmert, beziehungsweise wir haben probiert, Dinge zu verbessern, die uns aufgefallen sind in der Vergangenheit. Und was wir eigentlich jedes Jahr tun, wir probieren uns eigentlich immer wieder und ständig weiterzuentwickeln, auch wenn es manchmal nur mit kleinen Steps geht. Aber wir haben probiert, die Abläufe zu verbessern, den Eingangsbereich, das ganze Handling, dass der Flow stimmt an einem Abend. Das bekommen die Leute so gar nicht so, gleich so mit, aber die merken das dann doch schon, dass es irgendwie alles geschmeidiger war. Und wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, diesmal mit der Dekoration. Da hat der Mike Scharf, unser Head of Decoration, eine tolle Idee gehabt mit den Medusen, die so eine leichte Avatar-Stimmung da gebracht haben hier auf der Terrasse. Und das war total, teilweise sehr psychedelisch auch, je nachdem, wer am Lichtpult stand und wie das gesteuert wurde. Aber ich hatte ja auch meinen großen Abend gehabt auf der Terrasse und da hatten wir absichtlich die ganze Raumbeleuchtung runtergefahren und haben quasi wirklich nur das Licht bewusst nur von den Medusen auskommen lassen und das war ziemlich trippig, muss ich sagen. Und natürlich unsere ganzen Kostüme zum Motto Party Animals, die wir hier auch in Frankfurt haben, schneidern lassen. Und natürlich die ganze Performance dazu, hinzu dann die ganzen Künstler und so weiter, die alle toll performt haben, muss ich sagen. Es gab auch Überraschungen dabei. Und wir haben unser Partytier wirklich von innen nach außen gekehrt, würde ich mal sagen. Also die Herangehensweise über die letzten Jahre, muss ich sagen, daran hat sich nichts geändert. Natürlich stellt man sich die Frage im Frühjahr, für sich selbst, mal schauen, wo geht die Reise hin musikalisch, was wird wohl alles kommen. Und es waren natürlich schon die ein oder andere Soundperle dabei auf meiner Welttournee, die frisch released worden sind, wo ich gesagt habe, die werden auf jeden Fall auch noch den Weg in den Sommer mitgehen. Und unter anderem die Blade-Nummer, die auf 10 Inch nur erschienen ist. Und ja, und dann hat sich das dann doch rauskristallisiert, schon dann relativ früh, gerade auch mit dem Kotze seinen Produktion. Auch nochmal an Kotze selbst, Respekt und Daumen hoch. Fettes Jahr für deine Produktion. Und dass ich natürlich direkt drei Stück vom Kotze auf die Compilation mitgenommen habe, das war natürlich, ja, sollte so sein. Ja. Und unter anderem auch zwei Produktionen vom Daniel Stefanik und unter anderem auch den Till Krüger, Newcomer. Ich glaube, ich habe gehört, der kommt aus Stuttgart. Super Nummern, die haben also mich begleitet über den ganzen Sommer bis jetzt noch rein in den Herbst und dann bestimmt auch noch bis in den Winter. Und ich muss sagen, das waren jetzt
spezielle Tracks, die auch hier und da auf der Terrasse gelaufen sind. Es sind auch durchaus wieder von der Stilrichtung her hat sich das wieder auch hier und da überschnitten im Sommer, was auf der Terrasse gelaufen ist. Es ist auch auf dem Mainfloor gelaufen. Und ich muss sagen, also ich bin auch bewusst mehr auf meine persönlichen Highlights eingegangen, sprich, und jetzt nicht so die ganz großen Hits. Und das habe ich bewusst so gemacht, um auch wieder ein bisschen Platz zu machen für Newcomer. Und ich glaube, es ist mir auch so, die Reise ist mir ganz gut gelungen, um den Sommer, meinen persönlichen Sommer, meine persönlichen Highlights auch da wieder zu spiegeln. The Sound of the 11th Season. Ja, obergeiles Digipack, obergeiles Packaging. Da hat sich unser Ole wieder ins Zeug gelegt. Sieht fett aus. Schöne Prägung. Inside Out, Material. Alles in allem eine runde Sache. Plus ein Bonuscode, der einem quasi erlaubt, noch ein bisschen tiefer zu gehen. Es gibt Filmmaterial von der ganz feinen Sorte von unserem guten Peter Mensing. Special Cut for You. Unter anderem weiter gibt es auch Wallpaper, E-Cards, einen Special Cocoon Recordings Mix und auch Neuvorstellungen von Releases, die 2011 auf Cocoon Recordings erscheinen werden. Also, ich glaube, das ist ein dickes Angebot. Ich glaube, das ist ein dickes Programm. Ich glaube, es ist ein dickes Package. Ich glaube. Da wird einiges dabei sein. Also, check it out. Check it out.